Ich würde gerne verreisen ohne die Erlaubnis von meinem Vormund. Wissen Sie, wenn sich diese Dinge bewegen, dann kommt Autofahren ganz automatisch. Sie sind ja eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Wie kann man sich Ihren Arbeitsalltag eigentlich praktisch vorstellen? Also gerade in Büros ist ja eigentlich eine strenge Geschlechtertrennung Wenn vorgesehen. ich gefragt werde, wie das Leben so ist als Saudi-Frau, finde ich irgendwie nicht passend. Wissen Sie, man kann das nicht so übersetzen, weil eigentlich die Vorstellung, das Gefühl für das wahre Leben in Saudi-Arabien fehlt. Praktisch ist es sehr schwierig, wenn man getrennt ist. Dauert immer eine Weile, bis man zum Meeting Room kommt. Es ist schwieriger, es bedarf mehr Aufwand im Allgemeinen. Auf der anderen Seite ist es nicht das, was einen hindert, erfolgreich in Saudi-Arabien zu sein. Was eigentlich der wesentliche Punkt ist, ist die Denkweise der Menschen. Und die hat mit der Erziehung was zu tun. Und das ist, was mir sehr fehlt in den Diskussionen. Also als der deutsche Wirtschaftsminister Herr Gabriel in Deutschland war, habe ich einen Bericht immer auf ARD gesehen, wo nur über den Rafi Badawi gesprochen wird, wissen Sie, der im Gefängnis sitzt. Das ist nicht, was Saudi-Arabien ist. Saudi-Arabien-Frauen haben wirklich echte Probleme. Die haben nicht mit diesen Human Rights zu tun. Nicht nur, wissen Sie, auch wenn man über Autofahren redet. Es gibt andere Probleme, die wesentlicher sind. Und ich wünschte, man könnte da drauf gucken. Wie beschreiben Sie die Situation der Frauen in Saudi-Arabien momentan? Also ich würde erst mal sagen, die Situation der Menschen. Weil Männer sind genauso betroffen wie Frauen von engem Lebensraum, von Langeweile, von nicht weiterkommen. Ich glaube, das Wichtigste für die Saudis und was denen am meisten fehlt, ist, wir kommen nicht voran. Wissen Sie, unser Leben hat eigentlich im Alltag kein Ziel. Wir arbeiten, wir essen, wir trinken, aber wir haben Probleme, die fast unwürdig sind. Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, um die momentanen Zustände auch zu verbessern und die Lebenssituation zu verbessern für Frauen und für Männer? Gesellschaftliche Strukturen müssen vorangebracht werden. Wir müssen ein Ziel finden für uns als Menschen zu wissen, wir haben Rechte, wir müssen Verantwortung für unsere Rechte tragen und für unsere Entscheidung. Wir müssen Ziele entwickeln, die Reformen anstreben. Und das machen wir nicht. Und ich glaube, dass Reform in Saudi-Arabien, wissen Sie, wenn man Frauen sieht, die jetzt arbeiten oder mehr positiv. Das ist eigentlich nicht ein gesellschaftlicher Druck, das ist ein wirtschaftlicher Druck, weil Frauen arbeiten müssen, um Geld zu holen. Und es wird sich nicht ändern, weil wissen Sie, wenn Frauen losgehen und sagen, wir müssen Auto fahren, mir wäre lieber, jemand würde sagen, ach, lass uns unsere Pässe machen. Ich würde gerne meinen Pass alleine machen, ohne dass mein Vormund das macht. Das ist viel wichtiger. Aber Dieser Protestaufruf unter dem Hashtag I will drive myself hat ja weltweit für Aufsehen gesorgt. Hat sich da irgendwas verändert? Ohne sehr zynisch zu sein, ich finde, es ist lächerlicher geworden, weil in Saudi-Arabien durch diesen Aspekt, den ich Ihnen vorhin erklärt habe, dass man sich immer nur nicht aufs Wesentliche, sondern eher auf die Oberfläche konzentriert, bewegen wir uns so, was ist in, was ist hip, was bringt mir Media. Also finden Sie Saudi-Frauen, die sagen, ich werde unterdrückt und sie redet von unter der Bettdecke und erzählt irgendwie, ihr Bruder verprügelt sie. Aber das sind alles unwesentliche Veränderungen. Die wesentlichen haben nicht stattgefunden. Also von denen finden Sie viele. Frauen, die in Medien auftreten und erzählen, was sie gemacht haben, was sie erreicht haben. Es ist nicht wesentlich, verstehen Sie? Es ist eher PR-oriented. Also nach dem Klischee, Saudi-Frauen werden unterdrückt. Aber sie unterdrücken sich selber. Und das ist in der Gesellschaft, wie sie miteinander umgehen und wie sie miteinander sich selber die Hindernisse stellen. Ich finde, das ist viel schwieriger. Und da hat sich nichts verändert. Das heißt, Sie glauben, dass es auch eine Haltung der Frauen ist, die Sie einnehmen, die eben auch zu diesen Geschlechtsunterschieden mit beiträgt? Zu einem und zu anderem ist, dass man nicht wirklich an das Kern der Sache geht. Wenn diese Frauen zum Beispiel, die Auto gefahren sind, sich auch hingestellt haben, beim Innenministerium gesagt haben, ich würde gerne meinen Pass ausstellen. Wissen Sie, dass es eine Passbehörde in Saudi-Arabien gibt für Frauen
mit Frauen, aber man darf da keinen Pass bekommen. Ich meine, ich hätte gerne auch, würde gerne verreisen ohne die Erlaubnis von meinem Vormund. Wissen Sie, wenn sich diese Dinge bewegen, dann kommt Autofahren ganz automatisch. Sie kamen eben schon auf den Blogger Badawi zu sprechen. Es ist natürlich so, dass es in Deutschland tatsächlich eine Art Symbol geworden ist für die nicht gewährten Menschenrechte in Saudi-Arabien. Können Sie verstehen, dass das zu einer sehr emotionalen Debatte hier geführt hat? Klar, wie am Anfang schon gesagt, der Unterschied ist halt im Dialog zwischen Deutschland und Saudi-Arabien immer gewesen, dass halt die Maßstäbe, mit denen gemessen wird, anders sind. Ich meine, niemand hat zum Beispiel erwähnt, dass Badawi für uns auch also er ist aus Islam ausgetreten. Sein Vater hat ihn aus der Familie rausgeschmissen. Er ist ungläubig. Und was für uns in Saudi-Arabien sehr kaum passiert. Also man trinkt, man macht vieles, was unislamisch ist, aber man ist nicht öffentlich gegen Islam. Weil eigentlich jeder glaubt an Gott, so ungefähr. Die Diskussion wurde falsch aufgefangen und die Saudis fühlen sich mit ihrem Ego, mit ihrer Mentality auf die Füße getreten. Und ich kann verstehen, wie die Deutschen denken. Was wünschen Sie sich für die Zukunft Saudi-Arabiens? Reform definitiv gesellschaftlicher Ebene, weil wenn wir das hinkriegen, dann wird alles andere wunderbar funktionieren. Wir sind ein sehr offenes Volk, ein sehr gastfreundliches Volk, warmherzig. Uns fehlt halt nur das richtige Denken.